Heil willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir die Elite-Kämpfe der Gruppenphase hier erledigt. Ja, genau. Ich habe noch ein paar Mal, so ungefähr 15 Mal, diesen Modus gemacht, um ein paar FP-Bonus bei einem Charakter hier auszuschlagen. Und ja, sieht sehr gut aus. Könnte aber immer noch mehr sein. Ich habe wieder auf Screen natürlich trainiert. Zwar bis Level 103. Mein Gott, wir sind kurz vor Level 104, merke ich gerade. Das habe ich geschafft, indem ich noch ein paar Elite-Monster geplättet habe. Da kommen immer direkt irgendwie so 2-3 Level raus oder so. Richtig krass. Und ja, ich möchte mal kurz hier gucken. Weil wir werden jetzt gleich wieder da im Kolosseum weitermachen. Und zwar habe ich ein bisschen auch die Dingenskämpfe gemacht, die Einzelkämpfe oder Doppelkämpfe hier. Hier. Und dabei habe ich... Ich habe gar nicht so was. Was? Ich brauche so Erfahrungsdinger. Kann ich gar nicht... Was? Okay. Warum kann ich nicht so Erfahrungsdinger kaufen? Verdammt. Ja, gehen wir mal nach Drellin kurz. Möchte ich doch aus dem Weg hinaus schaffen. Ich brauche so Erfahrungs... Nahrung. Damit es da doch ein bisschen lohnt, hätte ich auch irgendwie früher machen sollen. Weil ich hier die ganzen Kämpfe gemacht habe im Kolosseum. Aber nein, ich habe diese Frucht-Yakisoba-Dinger da gegessen. Verdammt. Verdammt! Ich kann gar nicht so was kaufen. Hä? Okay, aber Element-Erz, ja. Und geil, da brauche ich gar nicht mehr. Okay, zurück nach Shandu. Weil will nicht. Na gut, dann machen wir eben weiter. Das habe ich jetzt gesagt. Ich habe die Einzelkämpfe, die Doppelkämpfe habe ich ein bisschen gemacht, um dann Folgendes freizuschalten. Ich sollte vielleicht machen. Ich komme vollkommen durcheinander mit allen möglichen. Gib mir erstmal hier das hier. Obwohl, weiß ich nicht, das ist ja noch nicht so. Lass mal erstmal. So. Ich habe das hier Wechselmodus habe ich gemacht und nach ein paar Versuchen habe ich dann fortgeschritten freigeschaltet. Für 2000 galt ja super. Das heißt, das wird nicht so schwierig werden. Nehmen wir Ludger und Elise natürlich wieder. Da müssen wir jetzt eigentlich durchrushen, als wäre nichts. Ja, komm her. Wenn das so abläuft wie Gruppenkämpfe, dann werden jetzt wahrscheinlich nur. Ich versuche gerade den Fernseher ein bisschen ausnahme zu machen. So. Dann werden jetzt genau die gleichen Monster da. Ich habe die jetzt schon 48 Mal besiegt, um die FP-Bonus hier zu bekommen. Aber die lohnen sich, ganz ehrlich. Was wert. So, die auch schon. Ne, die muss ich noch ein paar Mal erlegen. Das trifft sich ja gut. Kann ich wieder offscreen machen. Um ein paar FP-Bonus zu bekommen. Schon 3, dann kriege ich bestimmt wieder so 6 oder irgendwie sowas. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn man die ganzen Bosse hier 15 Mal erledigt hat, dann... Keine Ahnung, dann kriegst du irgendwie für jeden Charakter so 6 Punkte oder so. Auf einmal. Richtig nett. So, aber die Sache ist jetzt die. Den Wechselmodus habe ich gleich freigeschaltet, indem ich verschiedene Charaktere da antreten ließ. Ich glaube, irgendwie habe ich Mila und Jude genommen. Dann habe ich, weiß ich nicht, Elvin und Elise genommen. Ich glaube, mit jedem Charakter, den man macht, bekommt man irgendwie diese Kräuter, diese permanenten Staatserhöhungskräuter. Also je nachdem, welchen Charakter man... Oh. Ja, und da haben wir aufgehört. Also bis dahin ging das normale. Und ja. Warte mal, hab ich das nicht schon gemacht? Nee, ne. Ging nur bis dahin, oder? Ich weiß nicht mehr. Mach mal einfach. Ich muss doch irgendwas machen hier im Part. Ne, null besiegt. Das heißt, bis dahin sind wir noch nicht gekommen. Na gut. Machen wir das noch. Weil wir haben irgendwie nichts anderes zu tun. Ich habe gerade nichts anderes zu tun. Ich komme bei den Elite-Monstern nicht weiter. Da sind irgendwie so 6 Stück oder so übrig und ich krieg von jedem auf den aufs Maul. Bis auf Exoplasma. Bei dem habe ich noch nicht versucht. Da ist dieses Viech, das sich so aufteilt. Das ist richtig krass. Habe ich noch gar nicht versucht. Bei dem krieg ich bestimmt voll aufs Maul.
Irgendwie main ich irgendwie den Hammer mit, glaube ich, so ein Gefühl. Na meine Güte. Keine Ahnung, irgendwie ist der Hammer irgendwie am powerhaftesten. Am mächtigsten meine ich natürlich. Powerhaftesten, geil. So, und Glückskatze. Bats. Ja, kann ich das ja noch ein bisschen machen. Diese Kämpfe noch ein paar FP Bonus zu bekommen. Sehr gut. Wahrscheinlich kann ich gleich danach wieder machen. Aber ich glaube nicht etwa beim ersten Mal irgendwie. So, da ist schon der nächste Boss. Und das ist wahrscheinlich der letzte, ne? Beute. Ja, ne, habe ich überhaupt Dingens. Ja, ich habe den Giga-Monopel ausgerüstet. Weil lohnt sich hier. Weil wir kriegen voll geile Dingens. Ja. Schätze. Die war, glaube ich, hier für super geile Rüstung und so brauchen. Oh mein Gott, der hat so viel AP. Was bist du anfällig? Ging gar nichts geil. Lass mal bei denen angefallen, der ist voll stark. Lass bitte das Ding hier einsetzen. So, nein, nicht das. Brauche ich eigentlich gar nicht Dings einsetzen, ja, Mist grad. Verdammt! Hey, der flüchtet, was soll das? Boah. Ja, komm her, na! Putsch! Ja, war's. Ich mach ein Level ab, ey. Kroketten. Okay. Glückwunsch zu eurem Sieg. Bla 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 bla. Versiegelte Vesperia, was? Ein legendäres Relikt, mit dem Licht der Sterne brennt. Seine wahre Kraft bleibt hier auch versiegelt. Hatte ich noch nicht eine Waffe von Ludger? Okay. Versiegelte ab, was? Dieser Stab verleiht seinem Besitzer ein übermenschliches Wissen über Leben und Tod. Seine wahre Kraft bleibt hier auch versiegelt. Okay, das ist ein Anspiel an Vesperia, Tales of Vesperia und Tales of the Abyss. Hatte ich noch keine versiegelten Waffen für die beiden? Doch hier versiegelte Welt, oder? Was? Zwei? Kann ich jetzt mit jenen eine Dingswaffe bekommen? Das ist immer geil. Boah. Die sehen aus wie die Waffen von Hubert. So, mach mal direkt nochmal. Ich habe bestimmt noch nicht den neuen freigeschaltet, oder? Ne. Dann mache ich mal mit Jude und Mila. Das Schicksalsduo. Also irgendwie so ein Titel, glaube ich. Aber da gibt es zwei Dingenswaffen? Ultimative Waffen? Ich nehme an, das sind ultimative Waffen. Aber die sind auch noch versiegelt. Was zum Teufel? Wahrscheinlich muss ich das Bonus-Dungeon hier erledigen, um das zu schaffen. Guck mal her. Nee. Guck mal her. Ja, wo soll's. Kann ich eigentlich schon Dings? Vernichtende Dämonenfaust, ja, ja. Was? Mann, die ist ja nicht mal annähernd so stark wie im ersten Teil. Er hat eine riesige Druckwelle ausgelöst, die alles zerstört hat, ey. Weißt du, hat hier so ein kleiner Dingens, ey. Ja, hätte ich doch gerne die andere. Na, fein angreift. Mach mal das hier. Okay. Sehr gut. Das mal mit Jude und wieder auch natürlich schaffen. Ich bin die Kleidung, die ich ihm gegeben habe, voll geil. So, sehr gut. Sehr gut, verdammt. Sehr gut. Ja, bitte nicht zaubern, das ist das Einzige, was noch auf den Nerven gehen könnte. So. Hey,
Na, ist immer irgend so Pisser, der vom Weiten zaubert, ne? Du, komm, ey, ich hab dich nicht. Ja gut, jetzt du. Mein Gott, das dauert viel lang mit den beiden. Da, einfach den jetzt spammen. Und dann noch das hier. Ist er verwirrt? Sah gerade so aus. Verdammt. Warum keine flinke Umrundung? Was? Mach mal Ifrit. Der müsste doch ein bisschen was abziehen, oder? Zack. Und das jetzt zeigt Maxwell eine. Ach, verdammt. Oh, wieder weiter. Ach, verdammt, stimmt. Ja, sie kann ja das. Warte. Verdammt. Ach ja, ich habe ja vier auf den Analog draufgepackt, ey. Von meinen Dings verpasst, ey. Verdammt. Sehr gut, Max wird einfach. Bam. Sehr gut. Abgewöhnen, ganzen Dinger hier einzusetzen. Zack, so. Warum ich habe mit ihr hier so Energieschrank und also was noch den Schaden verringert. Also Dingens hier auf Kosten der TP. Ich will auch mal dran denken, aber irgendwie merke ich nicht so einen riesigen Unterschied. Muss mal gucken, ob ich die flinke Umrundung drauf habe. Die hat da flinke Umrundung wegen Schulverbindung, glaube ich, drauf. Naja. Ha! Sehr gut. Fast so wie Jude. Da kommen wir. Feel the Fist of the North Star. So, der hier wird aber ein bisschen schwieriger, glaube ich. Vielleicht sehr schwierig, aber der wird länger dauern. Zu hauen. Was zum Teufel? Was ist das denn, ey? Noch Mann, ey. Gut, war. Lass mal entbinden. Das klingt falsch. Eigentlich ein bisschen Zeitverschwendung in der Part, ne? Habe ich so das Gefühl. War Jude, du hast dich schon mit verbunden, verdammt. Na, schon wieder. Hör auf. Was zum voll idiotisch. So, ich habe keine TP mehr. Verdammt. Sorry. Ich will nicht wieder jonglieren, ne? Sieht witzig aus.
Fall um. Bleib liegen. Steh auf. Fall um. Warum habe ich schon wieder so viel TP? So, warte, bis unsere Mystik-Anzeige hier aufgeführt ist. Dann kriegst du eins aufs Maul. Sieht so witzig aus, ey. So, jetzt bist du dran. So, komm mal her. Oh, sehr gut. Und jetzt den hier. Hoffentlich stirbst du dadurch. Ich glaube irgendwie nicht. Ja, nicht mal alle N4 abgezogen. Was zum Teufel? Was ist denn los hier? Zieht mal ein bisschen mehr ab. Dann machen wir hier nur alle nach allen Regeln der Kunst ja fertig, ey. Oh, er brennt. Sehr gut. Und die ganze Zeit 2200 KP abgezogen. Das ist viel. Ich komme natürlich mit dem Wasserangriff, ey. Ja, das bringt's auf jeden Fall. Steh auf. Dreh dich um. Bleib liegen. Steh auf. Jawohl, tot. Ja. Verdammt, keiner von denen hat einen Jägermonokel angehabt. Verdammt. Da kriegt er jetzt auch eine Waffe dafür. Versiegelte Herzen. Die Sandschuhe besitzen die Macht, die Herzen der Person in unserer Umgebung zu beherrschen. Versiegeltes Schicksal. Okay. Sehr gut. Ich fand freigeschaltet. Nö, immer noch nicht. Dann direkt den nächsten. Aber diesmal, nee, ich hab doch, glaube ich, vorbereiteter. Und zwar hier, das hier ist bestimmt bringen. Dafür nehmen wir dieses Mal Elvin und Leia, weil ich hätte eigentlich Elise genommen, aber die haben wir ja schon mit Ludka. Wie Geschäftsmänner, Frauen meine ich, Geschäftsmänner und Frauen. So, können wir ein bisschen Elvin hier spielen, wo ich ja eigentlich Leia gemeint habe im ersten Teil, also meinen privaten. Na egal, in der nächsten Runde sehen wir noch alle Charaktere mal. Könnt ihr es wagen? Ich brauche echt diese Rüstungstaumeln Fähigkeit. War nichts, doch irgendwas getroffen. Und mit Elvin müssen wir eigentlich schnell hier die alle erledigen. Mann, lass mich aufladen. Feuer, komm mal her. Was noch Wünsche? Meine Güte, wie lange geht denn das? Man hat zwei hintereinander eingesetzt oder was? So. Was war das denn? So. Aber gegen den Boss müsste halt eigentlich viel schneller gehen. Statt gegen die alle hier. So, jetzt kommt der wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, der ist sogar anfällig dagegen. Dann komm mal her. Weißt du, gegen was du noch anfällig bist? Gegen Feuer. Sucks to be you. Gibt es auch eine Runde? Okay. Sehr gut. Ja, der ist dran. Was zum? Komm ich kaputt. Was soll nur noch? Wollte schon sagen. So ist mit Leia mal. Verdammt.
Jetzt drücke ich die ganze Zeit immer noch gedrückt. Halte ich immer noch gedrückt, ey. Wegen der Aufladungsfähigkeit, ey. Na, verdammt. Ja. Man muss betäubt sein, ganz ehrlich. Ja. Leer macht eigentlich auch Spaß zu zocken, finde ich. Aber ich das sehr selten tue, weil ich die ganze Zeit Ludger irgendwie steuere. Verdammt. Weiß auch nicht, warum ich das mache. Will ich eigentlich nicht. Noch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber man sieht ja, wie ich das schaffe. Ich glaube, ich tue an die restlichen Kursierungskämpfe auch noch hochladen. Bah. Gibt's doch nicht. OTP. Das gibt's doch nicht. So. Und direkt die nächsten. And was? Sag einfach and. Aber warte. Nein. Ich wollte nicht vergessen, ich kann mich halten mit Leia. Hilfe! So, jetzt hat er dran. Wir gehen natürlich in die Richtung. Ey. Oh, wir sind vergiftet und also was. Ma, müssen wir uns alle in Stein verwandeln, ganz ehrlich. Ma, Elvin ist der mir im Pick gekommen. Ey. Ach ja, die Viecher, genau. Stimmt ja, die haben einen dauernd in Stein verwandelt. Ich erinnere mich. Sehr gut. Hilfe! Boah, ich erinnere mich an die Viecher. Oh Mann, Mann. Da, oh, verdammt, gleich kommt da der eine. Ja, jetzt. Wir müssen mal auch schaffen eigentlich. Du Pisser! So ein Dreck. Hat gerade Points for Style gesagt? So, ich brauche mal ein paar TP, wenn es geht. Zack. Ach ja, stimmt. Sie hat ja ein Multi-Objekt. Ich könnte ja was von dir klauen, aber du hast nichts. Nee. Ey, muss das jetzt jedes Mal sein, wenn du diesen Kackangriff machst? Das lieb ich ja. Ja, na, tu mal nicht mit mir zusammen, ja, agieren. Ich glaube, da bringt es irgendwie nicht. Ich muss irgendwie so nicht von selbst angreifen. Ja gut. Bams. Ja gut. Er ist auch voll der Luftkämpfer, was? Wie lange der Angriff jetzt braucht? Im ersten Teil braucht er nicht so lange, bis er ausgeführt wurde. Jetzt erst eine volle 10 Millionen Jahre Stab hoch. Bevor sie irgendwie damit zuschlägt. So, sehr gut. Bams. War kann noch ein bisschen dauern, ne? Ei. Dann fehlt noch Ron, Gaius und Muse, ne? Ich mit denen auch noch machen. Ich werde jetzt unbedingt alles machen.
Das ist auch nicht, weil ich erst noch aufnehmen soll, hier ich boah. Ma. Ey, jedes Mal. Das ist doch nicht wahr. Ja, ich bin wieder versteuert. Nee, bin ich nicht. Ey, ist gut jetzt. Fast wie diese. Fast wie diese Einviecher, ey, diese komischen Vollzahnviecher. Kommst jetzt mit mir hier hoch, ey. Ich heb ab, ich heb ab, ich heb ab, ich heb ab. Dich. Sehr gut. Oh Mann. So, komm her. Zack. Dauert viel zu lange. So, ich brauche mal ein paar TP. Ach ja, Multi-Objekt, stimmt. Eine coole Fähigkeit, vor allem wenn man das in Verbindung mit Trank des Lebens einsetzt. Ey. Ah, schon wieder die TP alle. So, verdammt. Ja, auch wieder abgezogen, okay. Ja, nicht gedacht, er wird noch mal irgendwie solche Waffen bekommen können. Aber wenn man erst wieder die Bonus-Dungeon machen muss, dann wird das sowieso wieder für einen Dreck sein, ey. Weil man die wahrscheinlich dann gar nicht mehr braucht, weil die stärksten Bosse wahrscheinlich da drin sind. Hier schon von den normalen Monstern, die auf der Fresse. Ja, kann doch das hier machen. Ja, und Leia. Nochmal das Ganze. 27 Minuten, das dauert viel zu lange. Okay. So, sagen eigentlich immer die gleichen Sachen, glaube ich. Sehr gut, haben wir mit den beiden auch geschafft. Haben wir jetzt die nächste Stufe freigeschaltet, wenn es geht. Versiegelte Legendia. Ja. Versiegeltes Fandom. Okay. Hey, da kenne ich doch. Ist auch ein Graces. Okay, habe ich jetzt irgendwas freigeschaltet? Jo, Elite. Ich würde sagen, wir machen aber noch die restlichen beiden im Dings-Modus. Dann würde ich erstmal sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Expertise Xenia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.